2 gegen 2 plus 3. In dieser Spielform trainieren wir das Passspiel in Überzahl und das sofortige Gegenpressing bei Ballverlust. Dazu brauchen wir ein Spielfeld von 10 x 10 Metern, 3 rote neutrale Spieler und jeweils 2 gelbe und 2 blaue Spieler. Die neutralen Spieler befinden sich links und rechts auf den Seitenlinien und einer in der Mitte. Wir starten mit dem blauen Team außen und den gelben Spielern innen. Die Blauen versuchen, gemeinsam mit den neutralen Spielern 12 Positionen zu überspielen. Schaffen sie es, ohne dass ein Gelber den Ball erobern kann, so erhält das blaue Team einen Punkt. Erobern die gelben Spieler den Ball, so spielen die Gelben mit den neutralen Spielern gegen die Blauen. Das Spiel wird dabei nicht unterbrochen. Sofort müssen die blauen Spieler nach Ballverlust versuchen, durch das Gegenpressing den Ball zurückzuerobern. Die gelben Spieler passen den Ball schnellstmöglich auf einen der roten und begeben sich ebenfalls so schnell wie möglich auf die beiden Seitenlinien, um den Raum optimal zu nutzen. Feuern Sie Ihre Spieler nach Ballverlust sofort lautstark an, den Ball zurückzuerobern. Hiermit simulieren Sie das Gegenpressing und erhöhen den Druck auf die ballbesitzende Mannschaft. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt das Spiel.